Wir sind hier in der Karl-Marx-Allee, einem der letzten Prachtboulevards Europas. In Berlin-Friedrichshain, direkt vor dem Café Sibylle. Am legendären Café mit der einmaligen Ausstellung zur Geschichte dieser Straße. Bis 1949 war es die große Frankfurter Straße. Danach bis 1961 wurde sie in die Stalinallee umbenannt. Es entstanden Arbeiterpaläste. Ab 1961 heißt sie Karl-Marx-Allee. Das und vieles mehr kann man im Café Sibylle erfahren. Neben der Ausstellung ist das Café auch ein Ort für eine Party. Party! Bevor wir reingehen, schauen wir uns das Modell der Karl-Marx-Allee an, das am 15. März 2007 neben dem Eingang versenkt wurde. Jetzt rüber zur Ausstellung in die Zeit des zerstörten Berlins. Wir hatten uns vorgenommen, wir helfen, wir machen mit dem allgemeinen Trümmer. Und haben uns vorgenommen, jede Woche einmal zusammen hierher zu fahren. Wie lange würdet ihr das so weitermachen wollen, so von 8 bis 14 Uhr so, anstatt zur Schule zu gehen, mal so einen Tag? Ja, ich würde es machen, auch wenn ich davon Rückenschmerzen habe. Also würde ich machen, wenn es Spaß macht. Ich würde es auch machen, wenn ich irgendwo da stehen würde. Also ich würde lieber zur Schule gehen, denn da hat man ab und zu Hitze frei. Zwischen 1951 und 1957 wurde mit der Stalinallee die erste sozialistische Straße gebaut. Diesen voraus ging ein Architekturwettbewerb, an dem sich 46 Architekten beteiligten. Die Leitlinien orientierten sich an den Prinzipien und Modellen sowjetischer Architektur, waren aber auch wesentlich beeinflusst an deutschen nationalen Traditionen, wie zum Beispiel die Turmaufbauten des Frankfurter Tores, die sich an der Bauweise des französischen und deutschen Doms auf dem Gendarmenmarkt orientierten. Die Architektur sollte vom Inhalt her demokratisch und in der Form national sein. Wie aus dem preußischen Klassizismus gebaut wurde. Wir sagen zu diesem Baustil Eklektizismus. Alle Wohnungen hatten warmes Wasser aus der Wand, Zentralheizung, Müllschlucker, Wechselsprechanlage und natürlich in jedem Aufgang ein Fahrstuhl. 1952-53. Am 16. Juni marschierten die Bauarbeiter auf der Stalinallee und forderten die Rücknahme von erhöhten Arbeitsnormen. Als der Zug die Innenstadt erreichte, war aus dem Protestmarsch eine Demonstration geworden. Soziale Forderungen verbanden sich mit den Forderungen nach politischer Freiheit. Aus dem Protestmarsch am 16. Juni wurde am 17. Juni eine landesweite Streik- und Protestaktion. Bisher unbekanntes Fotomaterial und ausführliche Chroniken in der Ausstellung dokumentieren diesen wichtigen Tag der deutschen Geschichte. Wie lebte man in der Stalinallee? Die Wohnungen waren großzügig geschnitten und enthielten alle modernen Komponenten wie Zentralheizung, Müllschlucker, Wechselsprechanlage und Fahrstühle. Damals betrugen die Wohnungsmieten 1 Mark pro Quadratmeter. Wer wohnte hier? Wie bekam man eine Wohnung? Was machte das Besondere in der Stalinallee aus? Nein, ich sage das deswegen, weil das ist nicht so stabil hier. Nicht? Nur zum Angucken. Für den Farbfernseher, den gab es Anfang der 60er Jahre noch nicht. Farbfernsehen gibt es so seit Mitte der 60er Jahre. Die sind aus Aluminium, sind ganz leicht, wenn Sie mal anfassen. Um die Geschichte ein bisschen zu verfolgen, haben wir hier alle Scheine, die es in der DDR gab. Wir haben zum Beispiel auch das Ohr von Stalin nachgemacht. Wenn Sie wollen, können Sie das dann kaufen. Wir haben das stabil.
Außerdem wartet ein abenteuerlicher Spaziergang rund um die Karl-Marx-Allee, wo ihr euren Schnappschuss für den Fotowettbewerb schießen könnt. Tschüss, bis bald. Nochmal dieselbe Stelle, selber Ort. Im Café Sibylle.